Der Prototon des MEZ-Format-Festivals 2015 neigt sich nun langsam dem Ende. 36 Stunden hatten die 5 Teams Zeit, um aus ihrem Formatkonzept einen richtig guten Prototypen zu entwickeln. Und nun stehen die finalen Präsentationen an. Und dabei wird entschieden, wer die Zeit am besten genutzt hat. Ja, ich glaube, wir lassen die Teams jetzt mal in Ruhe präsentieren, aber danach gehen wir auf direkten Stimmfang. Fandet ihr den Prototon? Was hat euch gebracht und was nehmt ihr jetzt mit aus dieser Zeit? Ja, wie fanden wir den? Natürlich sehr intensiv. Gab Hochs und Tiefs, aber hat es am Ende doch gebracht. Sehr wenig Schlaf nehme ich mit, also ein Schlafdefizit und die Erkenntnis, dass meine Idee tatsächlich machbar ist, das komplexe System tatsächlich läuft und es ein sinnvolles Ergebnis rauskommen kann. Natürlich super anstrengend, aber gleichzeitig natürlich auch extrem spannend, weil wir doch nochmal viel tiefer in unser Thema eingestiegen sind, weil wir an ganz viele Grenzen gestoßen sind, die uns aber natürlich jetzt weiterbringen. Wir sehen jetzt auf Gedanken, die ich am Anfang nicht hatte und in dem Sinne habe ich jetzt zu tun, um da weiter zu entwickeln. Also das ist eigentlich, bin natürlich sehr glücklich. So viele kreative Menschen kennenzulernen, die so viele Ideen mit eingebracht haben und auch einfach auch so toll mitgearbeitet haben und gar nicht so einen Konkurrenzdruck erzeugt haben, das fand ich besonders schön. Was wir hier mitgemacht haben, war einfach rumspinnen, basteln, bauen mit Lego, mit Karton, mit irgendwie live was simulieren mit dem Handy und im Kleinen mal in der Miniatur durchspielen, was alles so möglich ist. Das nehme ich mit. Ich muss mal kurz eine Ansage machen. Der Prototon neigt sich jetzt zum Ende und ich möchte bitte ein Selfie von allen mit mir. Kommt mal alle zusammen. So, ihr müsst natürlich aber selber gucken, ob ihr drauf seid. Ne? Ja, vielen Dank. Ich schaff das, ja. Wenn ich das will, dann schaffe ich das. Ich zeig's euch mal. Wow. Das war er, der Prototon des MEZ-Format-Festivals 2015. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick darüber geben, was die Teams hier so erleben und erlebt haben und was es heißt, einen Prototypen innerhalb von 36 Stunden zu erstellen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Format-Festival, dann bleibt dran unter Hashtag Format-Festival und wir sehen uns dann bei der nächstbesten Gelegenheit. Also, bis dann, macht's gut.